Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier mit einem brandneuen Let's Play Projekt und zwar Last Day of Spring. Das hier ist der Nachfolger zu One Night Hot Springs, was um ein Transgender Girl in Japan ging und ich bin gespannt, wie das jetzt alles weitergeht. Das ist der Nachfolger Complete Blind, gibt hier auch mehrere Endings, allerdings gibt es keinen Guide im Internet dazu. Sprich, ich muss irgendwie selber schauen, wie ich mich da durchboxe. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Hoffe ich. Okay, starten wir mal. Beim ersten Run mache ich das wieder so, wie ich das entscheiden würde. Wisst ihr ja. Und sobald der erste Run abgeschlossen ist, versuche ich die restlichen Endings freizuspielen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Weil ich würde euch gerne alles vom Spiel zeigen. Und nicht nur die Hälfte. Los geht's! Montag, 1. April. Heute wurde die Regierungsdevise verkündet. Raver stammt aus dem Manjoshu-Mund, repräsentiert. Zum ersten Mal stammt die Beziehung einer Regierungsdevise aus klassischer japanischer Literatur anstelle von Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten und noch mehr Nachrichten. Ah, alle reden sich über den neuen Ära-Namen. Wen interessiert's? Ändert sich doch sowieso nichts. Der Kaiser ändert jetzt schon gar nichts. Was wird denn jetzt schon ein neuer Turm? Ja, das Spiel soll sich so ein bisschen um Erica zentrieren. So das Bad Girl, was im ersten Teil noch ein bisschen unerfahren mit Transpersonen war, aber durch Haru jetzt mehr Wissen antrainiert hat. Ich bin gespannt, wie die drei Girls wieder in Kontakt kommen. Was Haru wohl so macht. Yo, Digga, was geht? Was ist das für ein Sticker? Hast du die Nachrichten gelesen? Es müsste was Richtiges im Fernsehen laufen. Hm? Also spannender als RTL. Dann nicht. Also Erica, du bist jetzt aber auch nicht die Geduldigste, kann das sein? Einmal kurz wieder reingesappt. Ja, nee. Ist doch nicht so toll. Ciao. Oh, das ist bestimmt Haru. Oh, wie süß. Ist das süß. Welche Nachrichten? Der neue Ehrenname. Oh, das habe ich gesehen. Dämlich, oder? Klingt wie der Name von einem Anime-Charakter. Wir sollten es einfach komplett abschaffen. So nervig. Ich weiß nicht. Ich finde den Namen süß. Oh, ich finde den Sticker süß. Ach, natürlich gefällt der Name Haru. Ich wette, Manami gefällt er auch. Was für Gutmenschen. Hey, hast du dich in letzter Zeit mit Manami getroffen? Nicht seit unserem Picknick im Shinjuku Gyoin. Was ist das denn? Shinjuku Gyoin. Wieso fragst du? Hab nur so gefragt. Das Picknick. Seitdem habe ich nicht wirklich mehr mit Manami geredet. Ach, warum gucke ich Nachrichten? Das war so langweilig. Ja, ohne Scheiß. Alles im Fernsehen ist irgendwie voll langweilig. Wer guckt für euch überhaupt noch Fernsehen? Warum tut man sich sowas an? I can't understand it. I can't understand it. Ich finde das Internet, Fernsehen so ein bisschen abgelöst. Wir haben Amazon Prime, da kannst du Serien und Filme schauen. Wir haben Netflix, da kannst du Serien und Filme schauen. Und wir haben YouTube und Twitch. Was willst du irgendwie das Fernsehprogramm anmachen, was nur halb so gut ist? Und es gibt auch von den Fernsehsendern Online-Mediatheken. Da kannst du dir dann auch spezifisch anschauen, was du möchtest. Du bist nicht irgendwie gezwungen, um 8 Uhr oder so dann wach zu bleiben. Nur um irgendeinen Film zu schauen, der dich interessiert und mit Werbung oder so vollgestopft ist. Wollen wir später rumhängen? Oh, was ist das für ein Hund? Ja, ich kann Japanisch, das heißt Wuff. Ich gehe mit meinen Kollegen essen, da es mein erster Tag ist. Was meint sie? Was für ein erster Tag?
Ach, stimmt. Ich hoffe, es läuft alles gut. Watermelon Man. Er ist immer da, um dich zu erfrischen. Watermelon Man. So süß. Was hat sie für süße Sticker? Stimmt, Taro arbeitet jetzt. Oh, shit. Hoffentlich wird er nicht gemobbt. Wegen dem Transzimmer, wenn du dich vorstellst. Bei der Arbeit musst du auch den falschen Namen angeben, weil die Person sonst Namensänderung bei Haru auch noch nicht absolviert ist. Und nicht, dass es zu Komplikationen oder so kommt. Weil ihr Passing ist eigentlich ganz gut. Man weiß ja letzten Endes nicht, wie die Stimme ist. Am Ende ist die Stimme so und niemand weiß es. Weil ich synchronisiere Haru ja so. So ein bisschen anogrün, aber schon in die feminine Richtung. Aber letzten Endes ist ja Interpretationssache von mir. Vielleicht ist das Passing ja auch gar nicht so gut. I don't know. Komisch, dass wir fast gleich alt sind. Ich aber nur Studentin bin und sie sowas wie... Ach, du bist Studentin? Ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Lass mich mehr über deine Arbeit wissen. Du hast mir gar nichts darüber erzählt. Es ist nicht so interessant. Erzähl es mir trotzdem. Ich will's wissen. Okay, wenn ich zu Hause bin. Ich muss jetzt aber los. Die Mittagspause ist zu Ende. Bye. Was soll ich heute nur tun? Kann es sein, dass Erika richtig heftig Langeweile hat? Oh Gott, du hast so Langeweile, Girl. Ich schätze, ich könnte Manami fragen, ob sie Zeit hat. Nee, sie hängt wahrscheinlich mit ihrem Freund rum. Aber mir fällt niemand anderes ein, den ich fragen wollen würde. Ah, schätze, ich sollte sie einfach anrufen. Geh ran. Ja, da ist sie. Hi, Erika. Hey, Manami, hast du heute Zeit? Tatsächlich war ich dabei, dich aus demselben Grund anzurufen. Oh, cool. Möchtest du zum Alouette? Was ist das? Café oder Restaurant? I don't know. Alouette. Klar, sehen wir uns in 30 Minuten. Okay, bis gleich. Und aufgelegt. Sie hatte also doch Zeit. Ich ziehe mir besser was anderes an, bevor ich rausgehe. Ja, das war vielleicht nicht schlecht. Oh Gott! Im ersten Teil hatte ich ja voll das Bad Girl Outfit. Schwarze Jacke. Und pink darunter. Jetzt. Irgendwie nicht so. Jetzt sieht sie nicht so wie ein Bad Girl aus. Vielleicht ist Manami noch nicht hier. Ich schätze, ich könnte schon bestellen. Erika, hier drüben. Einfach mal die Augen aufmachen, Girl. Hättest du Manami auch gesehen. Hey. Hier drüben, du Dussel. Ich habe uns einen Tisch besorgt. Oh, danke. Ich bestell einfach schon mal. Eigentlich habe ich uns schon ein Nachmittagsteemenü bestellt. Ich hoffe, das ist okay. Ja, endlich Tee. Ohne Scheiß. Girls müssen Tee trinken und kein Bier wie im ersten Teil. Es war so weird. Haru hat sich ja da diesen Oolong-Tee bestellt im ersten Teil. Und die anderen haben Bier getrunken. Das war so komisch. Nicht, wenn du bezahlst. Eigentlich hat mein Freund bezahlt. Er ist vorhin schon gegangen. Der war sie also nur hier, weil der Freund auch da war. Toll. Er ist gegangen. Manami, du hättest ihn nicht wegschicken müssen. Er sagte, er wollte nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Aber wir sind doch nur zu zweit. Wie soll er denn das fünfte Rad sein? Wenn das so ist, warum wolltest du dich eigentlich mit mir treffen? Ach ja, genau. Ich wollte dich fragen, ob du dieses Wochenende Zeit hast. Nun, der Unterricht beginnt nicht von nächster Woche und ich langweile mich allein zu Tode. Also ja, ich habe Zeit. Wieso fragst du? Perfekt. Ich habe vor, Haru an ihren Geburtstag zu überraschen. Sicher. Wann ist ihr Geburtstag? Heute. What? Die hat heute Geburtstag und hat nichts gesagt? Oh Gott.
und die geht auf ihren Geburtstag arbeiten. Ja, gut, das waren, glaube ich, viele, aber... Come on. Schlimmstenfalls muss sie nachfeiern. Geburtstag kann man ja auch nachfeiern. Oh, er ist heute? Das wusstest du nicht. Ich dachte, sie hätte es dir erzählt. Wir reden in letzter Zeit oft miteinander. Sie hat kein Wort darüber erwähnt. Ich schätze, sie hat einfach nicht daran gedacht. Ich bin mir sicher, sie hat es nur vergessen. Sie ist immerhin mit ihrem neuen Beruf beschäftigt. Scheint so. Ich hatte geplant, heute mit ihr essen zu gehen, weil sie nun unternimmt etwas mit ihren Kollegen. Ihr wolltet zusammen essen gehen? Genau, ich wollte Haru ihr Geburtstagsgeschenk geben. Ich werde einfach heute Abend bei ihr vorbeischauen. Du hättest, naja, mich auch einladen können. Friendzone, guck mal. Jetzt voll die beleidigte Leberwurst. Kann ich aber ein bisschen verstehen. Ich dachte, sie ist auch mit denen befreundet, wird es einfach so beiseite geschoben. Ist irgendwie nicht ganz fair. Oh, Erika, es tut mir wirklich leid. Ich habe dich nicht absichtlich ausgeschlossen. Was? Wie klingt das denn? Ich habe dich nicht absichtlich ausgeschlossen. What? Ich dachte mir, dass Haru nach ihrem ersten Tag vielleicht müde sein würde. Deswegen habe ich es bei uns beiden belassen. Ich denke, Haru würde es gefallen, wenn du dieses Wochenende dabei wärst. Ist das okay? Ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich so komisch war. Ich hoffe, du hast dich nicht ausgeschlossen gefühlt, Erika. Nein, mit der Pose überhaupt nicht. Ja, ja. Schon gut. Können wir einfach das Thema wechseln? Ist wirklich alles okay? Es geht mir gut, mein Ami. Wirklich. Wie du meinst. Ich weiß immer noch nicht, was ich für Harus Geburtstag tun soll. Rufst du mich an, wenn dir was einfällt? Ja, klar. Was ich nur fragen wollte. Hast du dich für den Unterricht vorbereitet? Ich bin etwas nervös, da wir jetzt im dritten Jahr sind. Wenn die beiden jetzt studieren, dann frage ich mich, ob das dritte Jahr das dritte Semester ist. Oder das dritte Jahr. Weil drittes Jahr wäre ja sechstes Semester und dann wären die schon voll weit. Weil Universität ist quasi nochmal so lang wie Gymnasium. Kann natürlich schneller sein, wenn du voll fleißig bist. Aber die meisten StudentInnen sind nicht fleißig. War ich auch nicht. Ich habe mehr Zeit im Café verbracht als geplant. Und ich hatte recht, das war ein Café. Oh Gott. Weibliche Intuition. Würde ich mal wieder sagen. Ich habe Manami lieb, aber manchmal kann sie wie ein Wasserfall reden. Haru hat wahrscheinlich Feierabend. Ich könnte ihr eine Nachricht schreiben. Wie war dein erster Tag als richtiger Erwachsener? Ach ja, auch wenn du dir nicht die Mühe gemacht hast, es mir zu sagen. Oh, wie cute. Alles gut zum Geburtstag. Vielleicht wirkt es so, als wäre ich wütend. Es ist okay, dass du mir nichts gesagt hast. Du musst es arbeiten und so. Ja, bei Haru muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, weil ihr Selbstvertrauen ist irgendwie ganz, ganz unten. Das ist voll sad. Musst du aufpassen, was du sagst und wie der Ton ist. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Ach, was interessiert's mich? Es läuft in so im Fernsehen. Schauen wir uns jetzt die Kalligrafie der... Es wird immer noch über den neuen Ehrennamen geredet. Wen interessiert's? Laufen denn keine richtigen Nachrichten? Das ist so lächerlich. Die Railway-Zeit geht nicht vor dem 1. Mai. Zeit für ein Nickerchen. Ah, das hat gut getan. Haru hat noch nicht geantwortet. Vielleicht gingen sie direkt nach der Arbeit mit ihren Kollegen essen, ohne auf ihr Handy zu schauen. Nein, die Nachrichten wurden gelesen. Sie ignoriert mich nur. Wahrscheinlich hat sie gerade keine Zeit zu antworten. Was hat die hier alles für cute Sachen, ey? Was ist das? Das ist voll cute. Das ist wahrscheinlich so ihr Schlafzimmer.
wegen dem Essen mit ihren Kollegen und so. Oh, warum bin ich auf einmal so unbeholfen? So bin ich doch gar nicht. Ich sollte einfach... Vielleicht ist das Haru. Haru hat die Nachricht zurückgerufen. Was bedeutet das? Die hat eine Nachricht geschrieben und es dann wieder gelöscht. So verstehe ich das. But I don't know. Was treibt Haru denn da? Bist du beim Essen? Wenn du zu tun hast, musst du nicht antworten. Die Nachrichten wurden wieder gelesen. Aber immer noch nicht beantwortet. Was ist das immer? Und jetzt nur der Hund? Ein Sticker, das ist alles? Haru benimmt sich komisch. Hey, ist alles okay? Natürlich. Wieso auch nicht? Okay, irgendwas stimmt nicht. Willst du reden? Ohne Scheiß. Nicht, dass da jetzt viel was passiert ist mit den Kollegen. Nicht, dass sie gemobbt wurde oder so. Es klingt halt ein bisschen weird. Und sie antwortet wieder nicht. Okay, ich rufe dich an. Du musst nicht rangehen, wenn du nicht willst. Aber ich rufe an. Bin am Anrufen. Keine Reaktion. Vielleicht ist sie wirklich... Nee, da ist sie. Hi. Hey, wie war die Arbeit? Es war okay. Ah, gut, bist du beim Essen mit deinen Kollegen? Nein. Was? Ich bin nicht hingegangen. Wieso nicht? Tut mir leid. Ach du Scheiße, jetzt hat sie wirklich aufgelegt. Oh Gott, Leute. Es wird voll spannend. Was da passiert? Was geht in ihren Kopf vor? Ach du Scheiße. Da ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Sie hat aufgelegt? Was ist mit... Tut mir leid, ich kann darüber einfach nicht am Handy sprechen. Tut mir leid. Okay, beruhig dich am besten erst und hör auf, dich zu entschuldigen. Was ist los? Gott, ich hoffe, ihre Kollegen haben ihr nichts getan. Ja, die Vermutung habe ich auch schon gestellt. Ist hier etwas passiert bei der Arbeit? Nein, sind wirklich alle nett. Die Arbeit macht auch Spaß. Ich sitze hier meiste Zeit am Computer. Hauptsache, du zockst nicht nebenbei. Was ist denn los? Vielleicht sollte ich einfach zu ihr nach Hause gehen. Nein, das würde es ihr nur zu erschweren, darüber zu reden. Es ist wirklich blöd. Sag es mir einfach. Die Arbeit war wirklich toll. Es ist nur, es war mein erster Tag und ich musste all diese Formulare ausfüllen. Oh nein! Das ist wie im ersten Teil. Im ersten Teil sind die ja zu diesen Hot Springs gegangen und da mussten die auch Formulare ausfüllen. Wer man ist, was für ein Geschlecht man hat und wie man heißt. Und in Japan ist es so, wenn du nicht die geschlechtsangleichende Operation gemacht hast, dann musst du immer den falschen Namen angeben. Den Dadname. Und das falsche Geschlecht. Und wahrscheinlich ist jetzt genau das gleiche wieder passiert. Und wahrscheinlich gab es deswegen auch Ärger. I don't know. Ah, es liegt also daran. Ich durfte meinen eigenen Namen für die Arbeit verwenden. Aber für den Vertrag und alles musste ich alles in meinen offiziellen Namen ausfüllen. Und mein offizielles Geschlecht. Ich weiß nicht. Ich dachte einfach, da ich jetzt offiziell ein Erwachsener bin, wollte ich einfach nur meine Arbeit machen. Mit meinem eigentlichen Namen und Geschlecht. Oh, I can relate to that. Es ist so unangenehm. Aber das konnte ich nicht. Oh, Haru. Alle reden über die Raver-Zeit. Eine Ära mit einem Neuanfang. Ja, so eine Transition ist ja auch quasi ein Neuanfang. Ich meine, wenn du Hormone nimmst, war für mich auch so ein Neuanfang. Und diesmal ist die Personenstand zur Namensänderung ist quasi auch wieder so ein Neuanfang. Voll cool eigentlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so symbolisch gemeint ist, aber ja.
Hier werden ja auch Steine in den Weg gelegt. Es wird ja bei den offiziellen Dokumenten leider nicht anerkannt. In Deutschland ja auch nicht. Da musst du immer die falschen Sachen angeben. Ich wünschte, ich könnte auch einfach neu anfangen. Ja, aber ist alles ein bisschen blöd. Wie gesagt, es ist wirklich blöd. Wow, ich habe wirklich viel geschrieben. Na, ich habe schon mal mehr geschrieben. Und wieder der Hund. Ich kann nicht glauben, dass ich heute so viel wegen Haros Geburtstag geschmollt habe. Ich bin so dämlich. Haro, ich rufe dich jetzt an. Erika, warum hast du... Haro, hast du dieses Wochenende Zeit? Ich glaube, ich habe Zeit, aber... Okay, dann gehen wir aus. Halt den Tag offen. Das werde ich, aber... Gut. Okay. Und, Haru? Ja? Ist mir egal, was in deinem blöden Familienregister steht. Du bist Haru Suzuki und eine unglaubliche Frau. Also vergiss das ja nicht, okay? Ich werde jetzt auflegen. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Ja, aber solche Worte brauchen voll viele Transpersonen. Ist voll herzerwärmend und bekräftigend. Du hast das Richtige getan. Erika, du hast wirklich das Richtige getan. Ich klinge wie jemand aus dem Fernsehen. Okay, ich muss einfach den Kopf freikriegen, das ist alles. Oh, Moment, Madami. Ich muss sie aufhalten, bevor sie Haru besucht. Haru ist wahrscheinlich nicht in der Stimmung, um gerade jemanden zu sehen. Oh Gott. Telefoncall. Der zweite Teil ist irgendwie ein Handyspiel. Beziehungsweise, es wird die ganze Zeit telefoniert. Ist auch irgendwie süß. Hallo, Erika. Was ist los? Gib Haru heute nicht das Geschenk. Was? Ich meine, ich habe mir nun gedacht, dass wir weiter Haru mit dem Geschenk am Wochenende überraschen können. Oh, das ist klasse. Ich werde dann warten, bis wir alle im Treffpunkt sind. Hast du dir schon überlegt, was wir machen können? Also, was das betrifft, da du letztes Mal deinen Geburtstag selbst geplant hast, dachte ich mir, dass ich diesmal die Planung übernehmen könnte, um euch beide zu überraschen. Wirklich? Das wäre toll, aber es ist alles so kurzfristig. Macht es dir auch keine Umstände? Schon gut. Ich will es tun. Alles klar. Ich überlasse es dann dir, Erika. Lass mich einfach wissen, wenn ich etwas für dich vorbereiten soll. I mean, Erika hat das sowieso nicht zu tun. Langweilt sich und sitzt die ganze Zeit nur zu Hause. Warum soll es nicht planen? Verstanden. Bis dann. Okay, das war leicht gesagt, aber was soll ich jetzt tun? Was auch immer. Wird schon schief gehen. Das ist so ihr Spruch, ne? Das hat zwar erstmal auch schon mal gesagt, also im ersten Teil. Haru ist so niedergeschlagen. Ich muss sie einfach aufmuntern. Und was wäre dabei besser als eine Geburtstagsparty? Ich kann morgen mit der Planung vor allem beginnen. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Dienstag, 2. April. Ich denke, hier machen wir einen Cut, Leute. Hier machen wir einen Cut. Daumen, falls euch der erste Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Stil. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!